Also, hallo und Glück auf. Es ist wieder soweit, Legenden-Talk, Rückrunde hat angefangen und natürlich sind auch wieder Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer dabei. Erstmal hallo und Glück auf an euch beiden. Ja, Glück auf, René. Ja, bevor wir über Hamburg sprechen, über den Rückrundenauftakt, wie habt ihr denn eure lange Winterpause verbracht? Habt ihr euch erholt? Ja, erholt schon. Oder? Ja, ich glaube schon. Ich war ein paar Tage in Oberstdorf, habe mir die Vierschanzentournee angeguckt, war dann noch ein paar Tage in meiner Heimat. Schade, es war kein Schnee da, leider nicht jetzt, ja. Und von daher, ja, waren wir wieder ganz heiß auf die Rückrunde und haben gehofft, natürlich, dass es ein bisschen anders aussieht wie die Vorrunde. Ja, das kommen wir gleich drauf. Rüdiger, wie war deine? Ja, meine war super. Ich war nämlich ein paar Tage im Krankenhaus und musste, ja, wie immer mal wieder was machen. Ist aber alles okay gegangen und ja, dann ist man da wieder immer froh, wenn man da raus ist. Na gut, also Urlaub und Krankenhaus sind natürlich zwei unterschiedliche Sachen. Ja. Aber ihr kriegt doch bestimmt auch mit, wie die Vorbereitung verlaufen ist beim FC Schalke 04. War ja vieles, die gesagt haben, das ist durchaus positiv, da sind mehr Abläufe, die besser ineinander greifen. Wie habt ihr das so wahrgenommen, wenn ihr was mitbekommen habt? Na gut, wir haben ja gute Ergebnisse erzielt. Und von daher haben wir natürlich gedacht, ja, wenn die Saison gegen HSV ist immer auch ein Reizwort. Ein Verein, der über Jahre schon auch wieder in die erste Liga will, wo man früher selber gespielt hat, wo immer schöne Spiele waren und ja, ich sage ja immer HSV und Schalke 04, die gehören einfach in die Bundesliga, wenn man andere Vereine, die in der Bundesliga spielen, anschaut. Aber wenn du es sportlich nicht schaffst, in die Bundesliga zu kommen, sind bestimmte Gründe auch da, warum und so weiter. Von daher, ja, haben wir natürlich gedacht, dass wir eine Aufholjagd starten, aber die ist, ja, wie wir alle wissen, sehr daneben gegangen. Ja, es hat ja schon so ein bisschen Hamburg angefangen. Rüdiger, wie hast du die Vorbereitung? Ja, also ich habe die Vorbereitung, ich glaube, dass sie da ganz gut gearbeitet haben. Also ich glaube auch, dass sie weiterhin an Standards probiert haben, weil gegen Hamburg die Standards, die da alle gekommen sind, die waren eigentlich, sag ich mal, gut bis sehr gut. Und da hat man also meiner Ansicht nach gesehen, dass die da schon ein bisschen dran gearbeitet haben. Was ich glaube auch, wo er dran gearbeitet hat, ist, dass wir eigentlich ja so ab der 70. Minute eigentlich immer so ein bisschen abgeknickt sind. Und das habe ich jetzt hier bei dem Spiel gegen Hamburg nicht so gemerkt, weil die in der zweiten Halbzeit noch richtig Dampf hatten. Also da werden sie sicherlich eine gute Vorbereitung gemacht haben. Ja, Fitnesslevel auf jeden Fall, ja. Wurde gearbeitet. Ja, es gab ja zwei Dinge, die man ansprechen muss. Das ist eigentlich, ich habe mich gefragt, wo sind diese Innenverteidiger beim ersten Tor? Da ist einer, der ist 1,70, 1,72 groß, steht völlig blank, Mitte vorm Tor. Wo ist da die Innenverteidigung? Ja, das sowas geht eigentlich überhaupt nicht, weil die müsste eigentlich da sein, wo sie hingehört. Innenverteidiger. Sagt ja eigentlich alles. Und natürlich, was man so sagen kann, Pfosten dreimal und Latte, hätte auch mal eine reingehen können. Die Standard, die waren wirklich gut und gefährlich. Aber ich meine, der Sieg von HSV war verdient. Gar keine Frage. Und ja, jetzt sind wir da, wo wir eigentlich sein wollten. Ja, wir sind wieder da, wo wir waren. Also unten, ganz einfach. Und man muss einfach sagen, der HSV hat auch nicht so schlecht gespielt. Die ersten 20 Minuten war ich ein bisschen enttäuscht von Hamburg, weil ich gedacht habe, oh, die kommen jetzt hin und geben mir richtig Druck. Aber da haben unsere Jungs eigentlich 20 Minuten sehr gut gespielt. Und dann eben, aber wie gesagt, ich bin davon überzeugt und trotzdem immer noch, wir waren viel zu weit von den Leuten wieder weg, gerade speziell im Mittelfeld. Ja, also Pirara, der war, lief mir da so rum. Da hat sich keiner so richtig drum gekümmert. Der konnte eigentlich das Spiel machen, wie er wollte. Und hat natürlich dann auch noch, wir haben ja gerade mal kurz noch mal drüber diskutiert, bei seinem Kopfballtor, wo ich gesagt habe, vielleicht hätte Fährmann, wenn er ein bisschen mitgespielt hätte,
ja, 6-7 Meter vorm Tor rauskommen und mindestens den erschrecken, wenn er so ein 1,90 großer Gorilla von dir steht, auf Deutsch gesagt, dann erschreckst du dich auch, vielleicht hätte er noch woanders hingeköpft, aber dadurch, dass er doch stehen geblieben ist, hatte er also alle Zeit der Welt, um da irgendwo was hinzuköpfen, in jeder Ecke sogar. Aber man muss auch sagen, wie der Klaus schon sagte, es war kein Innenverteidiger da. Die Innenverteidiger, der eine ist rausgelaufen, weil er helfen wollte, der andere ist weiter zurück. Es war ein Loch von 10 Meter, was man eigentlich in der Bundesliga noch nie so richtig gesehen hat, dass die Innenverteidiger viel zu schnell rausgelaufen sind, vor allen Dingen, weil wir ja vom Tor arbeiten, da dürfen die also nicht raus. Aber da bin ich ein bisschen anderer Meinung, weil schön. Wir ein Torwart da rauszukommen in der Höhe, wo der Ball reinkommt. Ja, aber nur gesagt, vielleicht, Klaus. Ja, aber da kommt, auf jeden Fall kommt er zu spät. Und nach alle Wechsel überdenken. Aber dann fragen sie wieder, ja, warum kommt er denn überhaupt raus? Es ist ganz klar, dass die Innenverteidigung darf nicht so ein Loch in der Mitte lassen. Wo es am gefährlichsten ist, da waren die Spieler frei. Aber der Glatzer hat den einen rausgezogen, den anderen mit rausgezogen und schon war irgendwo eine Lücke. Ich frage mich aber, wo sind denn unsere Mittelfeldspieler gewesen, die im Endeffekt, wenn du das im Fernsehen nochmal gesehen hast, 10 Meter hinter dem waren. Also da hat sich keiner um den geschert. Das heißt also, die haben den laufen lassen und haben geguckt, was er macht. Und dann steht er natürlich da ganz alleine und das ist ein guter Fußballer, der haut die natürlich sofort rein. Ja, aber Abi, wenn heute ein Mittelstürmer nach links oder nach rechts ausweicht, da wird er übergeben. Da geht man nicht mehr hinterher. Ich war zu unserer Zeit was anderes. Das ist der Abwehrspieler eben. Ja, du gehst da hin und wenn er zur Toilette geht, gehst du auch mit. Also das ist aber nicht mehr. Und deswegen haben wir auch das Tor reingekriegt, weil wir vielleicht mitgegangen sind. Komm, jetzt kann ich mir so genau erinnern. Ich weiß nur genau, dass der völlig blank in der Mitte stand. Und das darf nicht passieren. Und dann, ja, da kann jeder kann da ein Tor köpfen. Kann jeder, weil er völlig frei ist. Also Diskussion und, ohne Ende. Ja, und deswegen ganz klar, dass da muss man mit der Innenverteidigung reden. Wo war die? Ich weiß es nicht. Ja, ein Teil wird ja fürs nächste Spiel, wo wir gleich auch noch wahrscheinlich drüber sprechen, ja, schon mal wegfallen. Marcin Kaminski mit der 5. Gelben hat nicht so den besten Tag auch gehabt, ne, im Spiel gegen Hamburg. Also, ja, man muss ja sagen, Kaminski, der Kallas, der zieht ihn natürlich jetzt immer ein bisschen mit. Das sieht man ja eigentlich. Ohne den Kallas hinten drin wäre ein Chaos. Aber Kaminski hält sich jetzt am Kallas ein bisschen fest. Und deswegen sieht Kaminski manchmal nicht ganz so schlecht aus. Und ist natürlich die Frage, wenn er jetzt raus ist, wen packst du da rein? Also, der Bär ist eine Chance für Timo Baumgartl. Ja, sich mal wieder das ist der Einzige. Aber ich habe jetzt auch wieder gehört, dass Gerrits wahrscheinlich umstellen will auf Dreierkette. Ich weiß nicht, mitten in der Saison und kurz bevor jetzt so das Wasser bis zum Hals stehen hast, da jetzt nochmal wieder groß alles umzuändern. Ich weiß ja, also ich würde es nicht machen. Also ich würde jetzt so weiterspielen. Ich glaube, es kann immer mal passieren, wie der Klaus sagte, dass in der Mitte beide Innenverteidiger rausrennen nach außen oder was weiß ich. Es darf nicht sein, gar kein Zweifel. Aber jetzt wieder umzustellen. Ich sage auch nichts, wenn einer rausläuft. Aber einer muss da sein. Das war eben nicht der Fall. Und wenn wir nach Kaiserslautern fahren, da brennt erstmal der Baum. Weil da geht es zur Sache da. Das haben wir auch am eigenen Leib verspürt, wie es da zur Sache geht. Und ob der Gramozis die so heiß machen kann wie früher andere Trainer, weiß ich jetzt nicht. Und deswegen wird es auch ein schweres Spiel auf dem Betzenberg. Das war immer so. Und ja, es kommt der Baumgartl, der könnte ja wieder spielen. Da kann man eigentlich nur eben Kaminski, weil er nicht spielen kann, ersetzt durch Baumgartl. Und eins ist auch klar, wir müssen versuchen, auch in Kaiserslautern, wir müssen versuchen, Spiele zu gewinnen. Wir brauchen nach oben schauen, brauchen wir nicht. Wir schauen nach unten, weil, ja, wenn man sieht, was in dieser zweiten Liga los ist, da gewinnt Braunschweig in Kiel.
Muss ich mir mal vorstellen. Unverdient dann. Ja. Ja. Und die haben sehr gut gespielt. Das hat das kein Mensch gesehen. Also. Ja, die spielen um einen Aufstieg in die erste Liga und verlieren zu Hause gegen Braunschweig. Und? Auch wenn man andere Spiele anschaut, da kann jeder schlagen. Aber wenn Braunschweig Kiel schlagen kann, dann können andere Mannschaften das auch oder umgekehrt. Also Kaiserslautern ist sicherlich ein heißes Wasser, das weißt du, das haben wir früher auch selber bemerkt. Du bist ja früher, gab es so eine kleine Gasse da in dieser, wenn man da so in die Kabinen reingegangen ist, also das war fürchterlich. Wenn du da durch warst, da warst du entweder klitschenass vom Bier oder du hast irgendwie Beschimpfungen gekriegt und. Also die Jungs, die jetzt in Kaiserslautern spielen, jetzt ist natürlich das Stadion anders und jetzt kann sich da keiner mehr so mit Bier beschütten, wie sie uns früher beschüttet haben oder beschimpfen. Nur eins muss man sagen, wer in Kaiserslautern noch nicht gespielt hat, der soll mal schön aufpassen. Also da war Schalke, Kaiserslautern, da gab's Fußtritte ohne Ende. Und wer da nicht gegenhält, also wenn da nicht gegenhält, der soll erst gar nicht reingehen, der soll lieber zum Trainer hingehen und sagen, nee Trainer, das ist nicht mein Spiel, da kann ich nie gegenhalten. Meine ich auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass... Ja. Verantwortlich wissen, was am Betzenberg los ist. Ja, sind ja alles neue Leute, Klaus. Ich kann mir nur vorstellen, du und ich, wir beide, wir könnten denen sagen, was da in Kaiserslautern oder Freude Helmut noch, aber und Erwin, aber sonst ist doch, die dürfen das nicht so einfach nehmen. Kaiserslautern wird Stadion voll sein. Und Schalke, Kaiserslautern, das war immer ein Gewense ohne Ende. Weil da steht ja auch das Wasser bis zum Hals. Ja. Das kommt noch dazu. Ja. Und sie wissen auch, wenn sie gegen Schalke, nur mit spielerischen Mitteln kommen sie da nicht weiter. Und da wird der Trainer schon, und der kennt ja die Schalker Mannschaft, weil der war hier ja. Trainer. Ich hoffe aber, dass er Kaiserslautern so arbeitet wie bei uns. Ja, hoffentlich. Letztes Spiel von Kaiserslautern war ja dann auch nicht von Erfolg geprägt. Nee. Also, euer Gefühl, trotz alledem, ist es jetzt wieder von dem HSV-Spiel ernüchternd oder seid ihr trotzdem noch und sagt, naja, gut, in Hamburg kann man mal verlieren. Aber René, das war ja ein typischer Fehlstart hier. Eigentlich, ja. Sage ich mal, wenn ich ehrlich bin, ich habe 1-1 getippt. Ich habe gesagt, wenn du gegen Hamburg einen Punkt holst, ist es gut. Es ist eine gute Truppe und die Hamburger, die haben sich auch gut entwickelt, meiner Ansicht nach. Ja, das Mittelfeld spielt sehr gut und dann haben sie ja hinten noch diesen Ramos, der 13er, der mit der Nummer 13 hier war. Also so einen hätte ich gerne bei uns in der Abwehr. Also Terodde hat nichts gesehen, Karaman hat nichts gesehen, Topp hat nichts gesehen, der ist pausenlos dazwischen, egal bei wem, aber der war richtig klasse. Und der ist auch 1,90 groß, habe ich jetzt gelesen, habe extra mal geguckt, wie groß der ist. Also Terodde hat nicht einen Kopfball gekriegt. Karaman war für mich diesmal auch enttäuschend gewesen, hat nicht so funktioniert, hat sich auch so meiner Ansicht nach ein bisschen versteckt. Hatte nur eine gute Szene gehabt, da wo er den Ball hier am 5-Meter-Raum durch die Beine spielt. Dann haben sie immer trotzdem den Ball noch abgenommen. Ich sag mal, vorne waren wir diesmal zu dünn besetzt. Ja, wir haben einfach uns nicht durchsetzen können gegen die Abwehr vom HSV. Und man muss auch sagen, Brunner, der jetzt lange verletzt war, der hatte richtige Schwierigkeiten auf seiner Seite gehabt. Und ich bin ja immer noch dafür, dass wir entweder einen rechten Verteidiger kaufen oder einen Innenverteidiger. Aber wir werden jetzt mal sehen, wie der Baumgartner jetzt funktioniert. Vielleicht ist der auch so heiß, der Junge, dass wir da uns keine Gedanken machen sollten, sondern einfach nur mal gucken, dass wir vielleicht auf der rechten Seite noch einkriegen. Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, ich gucke kein Training, ich werde mir mal ein Training anschauen. Ja, wie wir Zweikämpfe trainieren, ob wir das speziell trainieren oder nicht. Man ist heute in andere Zeit als zu unserer Zeit, das weiß ich auch. Aber wir haben, wenn wir Sturm gegen Abwehr gespielt haben, da ging es richtig zur Sache, ja. Im Training schon. Dann bist du das gewohnt, du musst Zweikämpfe gewinnen. Das ist heute so, aber zu unserer Zeit, wer keine Zweikämpfe gewinnt, gewinnt auch kein Spiel. Und das muss man auch trainieren. Man muss ja nicht die Leute umhauen oder was, aber man muss dran. Man darf denen keinen halben Meter Platz geben, egal wo ich spiele,
muss ich zu den Gegnern hin. Aber wir waren, wie gesagt, bei Westendorf gar nicht da. Ja, wir waren und nicht das muss geändert werden, sonst gewinnst du diese Spiele nicht. Auch nicht gegen Kaiserslautern und auch nicht gegen Braunschweig. Das haben wir gerade gesagt, die in Kiel gewonnen haben und verdient gewonnen haben. Ja, hast vollkommen recht. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren, weil zu Hause mit wenig Chancen, wir haben ja, gut, dann nehmen wir mal die Pfostenschüsse weg. Da ist ja nicht jeden Tag, dass einer da am Pfosten schießt. Klar, wenn da einer reingeht oder andere, dann läuft es wahrscheinlich das Spiel ein bisschen anders. Aber ich kann mich noch erinnern, kannst du dich daran erinnern, als wir 77 zu Hause gegen Saarbrücken Pfosten, Latte, Pfosten angeschossen, noch ein Pfosten im Schuss, noch ein rausgesprungen und verlieren 1-0 gegen die deutsche Meisterschaft dadurch versaut. Wenn wir das Spiel zu Hause gewonnen hätten, ja, wo ich glaube, dass wir hätten da nie mit gerechnet, dass wir gegen die verlieren. Wir sind raus und gesagt, boah, die kriegen jetzt den Arsch voll hier, pass mal auf. Auf einmal schießt du eine Latte, am Pfosten, dann steht einer auf Köpfchen von der Linie und noch einer. Und die Zeit läuft und wir machen kein Tor. Und verlieren zu Hause gegen Saarbrücken 1-0, werde ich nie mein Leben vergessen. Ja, und das Tor, das wir reingekriegt haben, ja, genau. Da hat der Maric war im Tor, statt den Ball aufzunehmen, will er den weghauen und haut daneben 1-0 verloren. Solche Tage gehören wahrscheinlich zum Fußball dazu. Ja. Ist es vielleicht, wenn man irgendwas Positives aus dem Hamburg-Spiel rausnehmen will, vielleicht nochmal letztendlich ein Kopfschlag oder ein Nackenschlag zu sagen, pass auf Jungs, es ist noch nicht so positiv, wie die Vorbereitung vielleicht gelaufen ist. Jetzt zählt's gegen Kaiserslautern, gegen Braunschweig. Ich glaube einfach, dass man, wenn man ein gutes Spiel macht, wir sind ja nicht weitergekommen. Das heißt, punktemäßig hängen wir ja immer noch dabei. Aber wie wir ja schon seit Monaten gesagt haben, wir müssen so schnell wie möglich da unten raus. Dann habe ich schon einige Stimmen hier gehört, wir können noch aufsteigen. Die Leute spinnen. Die Leute, die sowas sagen, die spinnen. Du musst erstmal unten raus. Ja, wenn du siehst auf einmal diese Mannschaften, die hier schon abgeschrieben waren, die punkten auf einmal und wir punkten nicht. Wir sind immer noch mit einer roten Lampe in der Hand und die müssen wir so schnell wie möglich ausblasen, um nach oben zu kommen. Wir reden ja gar nicht mehr über Aufstieg. Wir reden ja jetzt eher, seht zu, dass ihr euch gesichert habt. Seht zu. Ja, das erzählen wir seit Monaten. Und seit Monaten sind wir aber noch nicht ein Stück weiter. Ja, das ist das Wichtigste, dass wir da unten rauskommen. Mit Abi hat es gesagt, mit Aufstieg, da braucht keiner von träumen. Weil es nichts bringt, wenn du mit der Mannschaft aufsteigst. Weil du musst planen für die nächste Saison. Du musst wissen, was brauche ich. Und dementsprechend musst du auch mal einen Spieler holen. Oder zwei, drei, die uns weiterbringen. Aber wie ich sage es ja immer, weil es ist nun mal so, langsame Spieler, Finger von. Schnelle Spieler, die können sich weiterentwickeln. Junge, schnelle Spieler, die können sich weiterentwickeln. Und wenn man hört, der von den U23 ist gut, der und der, das möchte ich mal sehen. Dass sie wirklich, wenn sie mal reinkommen, dass du was siehst. Und das habe ich bis jetzt noch nicht. Aber nochmal, schau, dass wir rauskommen da und dass wir planen, ruhig planen für die nächste Saison. Und dann schauen wir mal. Transferfenster ist ja noch geöffnet. Für diese Rückrunde müsste eigentlich auch noch ein bisschen geplant werden. Ja, aber da muss ich wieder fragen. Wer gibt einen guten, billigen Spieler in der Winterpause, nach der Winterpause, wer gibt den frei? Wer? Ich müsste keinen Verein. Also ich bin jetzt aber nicht der Meinung, was ich jetzt hier in Schalke gehört habe, dass man sich keinen Reservespieler holen sollte. Ja, Reservespieler sind nicht viel körperlich und. Also der Meinung bin ich nicht. Also es gibt genug Jungs, die auf der Bank sitzen, die einfach mit dem Trainer nicht auskommen, ja, die irgendwo Schwierigkeiten haben. Und so einen musst du dir irgendwo suchen. Und ich bin davon überzeugt, wenn der jeden Tag trainiert, ist der ja körperlich eigentlich fit.
Also das ist ja eigentlich eine dumme Redensart. Also ein Reservespieler kann uns nicht weiterhelfen. Aber die also, musst du finden. Ja, ja, die gut, musst du finden, natürlich. Musst du wissen, wer dafür haben wir ja jetzt auch Wirmuth. Wirmuth ist nach 20 Jahren zurückgekommen. Ja, hat sich jetzt 20 Jahre hier nicht um den Verein gekümmert. Jetzt kümmert er sich jetzt um den Verein. Ich freue mich ja. Ich freue mich über alle Spieler, ehemalige, ist ja, ob jetzt einer 20 Jahre oder 30 Jahre oder 40 Jahre, wenn er den Verein helfen kann, bin ich immer davon überzeugt, dass man solche Leute auch engagieren soll. Aber man muss auch sagen, da muss man auch genau wissen, was man sagt. Ich kann nicht nur sagen, ja, ich arbeite dann so wie Rudi Assauer. Ja, wie Rudi Assauer kann ich nicht arbeiten, weil Rudi Assauer hat andere Ideen gehabt als ich jetzt. Ja, da muss ich vorsichtig sein mit den Äußerungen, was Wilmuth ja auch so ein bisschen gesagt hat. Meine Tür steht auf und. Ja, ist alles schön und gut, ja. Aber im Endeffekt ist es doch, wenn er sagt, in 2 oder 3 Jahren wollen wir aufsteigen, dann bauen wir eine neue Mannschaft auf. Also der Meinung, ja, der Meinung bin ich nicht, Klaus. Trotzdem, ich bin immer der Meinung, aufsteigen, wegen Sponsoren. Du siehst doch, wie schwer das hier bei uns ist, Sponsoren zu finden. Ja. Und wenn du in der zweiten Liga bist, da kriegst du keine großen Sponsoren. Du musst in die erste Liga. Und dann muss man eben lange suchen, vielleicht mit dem einen oder anderen, der in der ersten Liga, der dann hilft. Wenn du dann im Spieler ausleihst, dann leihst du dir aus. Aber du musst wissen, was du ja gerade selber gesagt hast. Hol gute Reservespieler, die dir vielleicht weiterhelfen. Ich muss ehrlich sagen, ich mag ihn ja auch, weil man kennt ja Wilmuth. Sie haben mit ihm als Kampfschwein auf Deutsch gesagt, der voranging, wo sich die anderen vielleicht versteckt haben, ging der nach vorne. Und der ist auch in den Köpfen der Leute immer noch da. Und das muss er diesen Spieler unten vermitteln, mit dem Trainer zusammen und so weiter. Die kennen sich ja gut, um eben, wie gesagt, gerade immer vor 62.000 Zuschauern, gerade zu Hause und auch auswärts, dass du eine Mentalität auf den Platz bringst, die sagt, hier, wir wollen hier gewinnen, wir wollen hier Gas geben. Und der muss das vermitteln. Und die Spieler müssen das tun. Aber Klaus, er kann es ja nur vermitteln, wenn er unten sitzt. Wenn er unten sitzt und auch vielleicht in der Halbzeit mal auf dem Tisch schaut und sagt, was ist los mit euch? Wenn er auf der Tribüne sitzt schon wieder, für mich, ist das kein Effekt. Er guckt sich das Spiel an und denkt sich wahrscheinlich das eine oder andere. Aber du musst doch mal kurze Sachen informieren. Und ich glaube einfach, ich bin davon überzeugt, der sollte sich da unten hinsetzen. Vielleicht kann er Gerrits noch 4 Augen sehen besser als 2. Er war jetzt auch kein blinder Trainer. Er hat ja gute Vereine oder sagen wir mal Nationalmannschaften geführt. Also vielleicht sieht er Fußball noch ein bisschen anders. Und dann kann man dem mal sagen, hör mal, du, guck mal da oder da. Das können wir vielleicht verändern. Also ich bin der Meinung, wie er oben saß, das bringt uns nichts. Deswegen glaube ich einfach, dass er nach unten muss auf der Bank und dann eventuell den einen oder anderen im Gerrits vielleicht, man sieht vielleicht nicht alles, aber ein anderer sieht Fußball. Wir werden in der Woche Gespräche führen. Ja, aber es ist ja, Klaus, ja. Und so weiter, werden Gespräche führen und werden sich den klipp und klar sagen, was sie verlangen. Ja, aber das Problem ist doch, Klaus, kurzfristig was zu entscheiden. Ja. Wenn ich die ganze Woche erzähle und ich bin hier unten und es wird nicht kurzfristig entschieden in einem Spiel, da fangen doch die Fehler an. Und da ist das. Es steht ja schon, wenn er unten sitzt und vielleicht aufsteht und reinruft. Ja, brauche ja nie aufstehen. Der Trainer dadurch schwächt. Ach ja, aber ich bitte dich. Also, Ich will das. Aber er hat ja selber gesagt, er will als Trainer nicht mehr arbeiten. Also warum soll er ihn dann schwächen? Ja, also gut. Der Trainer wird, sondern. Also wenn Gerrits nicht Punkte holt und wir weiter nach unten rutschen, dann wirst du an ihn auch nicht mehr lange festhalten können. Ganz einfach, oder? So sehe ich das. Also warum soll man dann nicht, dass der Wirmuth da unten sitzt und dem vielleicht noch den einen oder anderen Ratschlag gibt? Ist doch nicht, heutzutage ist es doch im Endeffekt nur noch Gruppen, die sich zusammen wutschen miteinander und sagen, jo, das ziehen wir durch. Aber
Aber wie gesagt, jeder hat seine Meinung. Ja, so viele Trainer gehabt. Und es ist ja nicht nur, dass die ein Trainer nach dem anderen entlassen wird, weil er das nicht bringt, sondern es sind ja noch Riesenkosten, die der Verein tragen muss, weil die 2-3 Jahre Verträge haben. Und man kann ja Beispiele sehen. Freiburg, wie lange ist dieser Streich schon Trainer da? Ja, Moment. Aber es ist auch eine Situation gewesen, wo sie ihn hätten entlassen können, weil der Erfolg nicht so da war. Ah, Klaus, der hat aber immer Erfolg gehabt. Trainer, sondern die Mannschaft, denen musst du richtig Bescheid sagen. Und das weiß ich nicht, ob das... Also so ein Hechelmann, dem unten Bescheid sagen? Nein, also das bringt für mich gar nichts. Wenn Hechelmann da unten am Tisch schaut, so wie angeblich in Düsseldorf, bringt das für mich gar nichts. Aber ein Wilmuth, wenn der am Tisch schaut, da spitzen schon alle die Ohren. Also. Das geht aber auch intern, wenn sie nach dem Training oder vor dem Training, dass da mal gar nichts geredet. Ja, da hast du recht. Ja. Natürlich, und das hoffe ich, dass gerade jetzt Wilmuth mit seiner Vorgeschichte auf Schalke, dass er dieser Mann ist, der dem Trainer dann auch hilft. Ja, deswegen habe ich ja gesagt. So, war ein Neuzugang, einen haben wir noch, der ist noch nicht bestätigt, jetzt zu der Zeit, wo wir diesen Legenden-Talk aufzeichnen, aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass Darko Tschulnoff den Medizincheck bestanden hat. Was sagt ihr zu dem Rückkehrer? Also wenn ich an Gerets Aussage jetzt mal zurückdenke, weil er gesagt hat, also Reservespieler, die bringen uns nichts. Und der hat ja jetzt auch schon länger nicht gespielt, schon ein halbes Jahr nicht. Das heißt also, der hat nicht mehr ordentlich, glaube ich, irgendwie eine Blutvergiftung gehabt oder irgendwie sowas. Ja, selbst. Und konnte er noch nicht mal trainieren. Also das heißt, der wird ja wahrscheinlich noch mehr Rückstand haben als ein Spieler, der jeden Tag trainiert als Reservespieler. Also ich weiß nicht, ob wir da nicht in der Situation vielleicht, kein Zweifel, ist ein guter Spieler, wenn er fit ist, aber ich weiß nicht, ob der uns jetzt in der Situation weiterbringt. Das bezweifle ich mal. Kann ich auch nicht sagen. Man muss ja sehen, wie ist der Fitnesszustand. Und wenn er dann spielt, dann kann man sehen, was los ist. Natürlich ist es immer problematisch, was er sagt. Wenn du längere Zeit nicht gespielt hast, ja, bis du wieder in die Gänge kommst, dann ist ja fast die Rückrunde vorbei. Ja. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass er fit ist, dass er uns weiterhilft. Weil er war, als er hier war, schon ein Spieler, der viel versucht hat, gerade im Offensivbereich. Ja, kann ja auch als Zehner spielen, auch hinten dran. Also der muss jetzt nicht unbedingt als Außen funktionieren, sondern ich sehe den sowieso ein bisschen mehr als Zehner hinten dran, weil das ein guter Dribbler ist, der schnell mit dem Ball ist. Und wie gesagt, ich weiß aber nicht, ob er körperlich fit ist. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert. Wenn es ist, dann hast du auch noch Karaman dabei, dann wird durch ihre Dribblings, die sie ja können, auch der viel gefährlicher. Vorne Ferodi mal in Szene setzen können, weil Tore machen kann er, das hat er bewiesen. Ja. Und dass der wieder kommt, die nächste Zeit wird das schon zeigen. Okay. Ihr habt alles gesagt, wir haben auch schon weit fortgeschritten, halbe Stunde getalkt heute. Aber schön, ist ja wieder die erste Serie. Ist ja die erste Sendung. Oh ja, und da müssen wir auch immer ein bisschen. Die anderen, ich sehe im Internet, die anderen Jungs, die ziehen auch immer alle. Ja. Außer hier die WAZ. Die hat 19:04 und die schmeißen die Mikrofone gleich immer weg. Also nein, das machen wir nicht. Wir müssen ja erst sagen, was zu sagen ist. Ja. Lautern, nächster Gegner, haben wir schon drüber gesprochen. Braunschweig haben wir auch schon drüber gesprochen. Bleibt. Ja, es sind alles keine leichten Spiele. Ja. Weil die kämpfen auch ums Überleben. Hier die Braunschweig durch den Sieg in Kiel haben die auch wieder Leute gerochen, von da rauszukommen. Und. Aber was ist für unsere Mannschaft? Braunschweig haben zu Hause, Magdeburg. Wenn sie Magdeburg schlagen, dann wird es schon wieder interessant. Also
Also es ist ja das, was wir reden, ja immer das Gleiche eigentlich, aber du musst da unten raus und sonst gar nicht. Du musst punkten, egal ob ein oder drei, du musst auf jeden Fall punkten. Und wenn du das nicht machst, dann ist das... Dass du mit bleiben kannst. Eben. Ja, und unterwegs sein. Das ganze halbe Jahr musst du unterwegs sein. Und die richtigen Spieler finden dann. Ja. Ne? Hoffen wir auf jeden Fall mal. Aber es ist schwer, gute, billige Spieler zu finden. Weil gute Spieler. Immer, da hast du wie immer recht. Noch sind es 8 Tage, vielleicht tut sich ja noch was bei FC Schalke 04. Ich glaube nicht. Damit beschließen wir trotzdem den Legenden-Talk. Dankeschön an euch, dass ihr Zeit genommen habt und Glück auf. Glück auf.